Es gibt ein Prinzip in der Rhetorik und dieses Prinzip lautet, dass Sie eine Aussage verstärken können, indem Sie sie einfach adressieren. Herbst 1988. Ein junger Mann sitzt in seinem alten Mercedes. Er fährt durch die Nacht. Es regnet. Er kommt an eine Grenze. Er zeigt seinen Pass. Der Zöllner winkt ihn durch. 3 Stunden später kommt er in Paris an. Er checkt in einem billigen Hotel ein. Am nächsten Morgen läuft er ans Seineufer. Er schaut sich suchend umher. Plötzlich sieht er, was er gesucht hat. Einen Clochard. Er läuft auf ihn zu. Er zieht seinen Geldbeutel hervor. Er nimmt 200 Francs heraus. Und er sagt im gebrochenen Französisch zu ihm: Ich gebe Ihnen 200 Francs, wenn Sie sich einen Tag lang mit mir in Französisch unterhalten. Dieser junge Mann war ich. Ich hatte am nächsten Tag ein Bewerbungsgespräch in Paris und ich wollte mich durch diese Unterhaltung mit dem Clochard mein Schulfranzösisch wieder in Schwung bringen. Am nächsten Tag bin ich tatsächlich zu diesem Bewerbungsgespräch gegangen und ich hätte diesen Job haben können. Dazu war aber mehr notwendig, als sich nur einen Tag lang mit einem Clochard in Französisch zu unterhalten. Heute bin ich Rhetoriktrainer und Kommunikationscoach, aber ich habe mal richtig gearbeitet. Direkt nach meinem Studium wollte ich unbedingt ins französischsprachige Ausland gehen, aber ich hatte ein Problem. Ich hatte noch nie ein Bewerbungsgespräch geführt und da hatte ich eine Idee. Ich habe mir überlegt, in Deutschland, da suchst du dir die großen Städte aus, und dann versuchst du in diesen Städten innerhalb von 2-3 Tagen möglichst viele Bewerbungsgespräche zu organisieren. Ich hatte Tage, da hatte ich bis zu 4 Bewerbungsgespräche. Ich wollte die Jobs nicht haben. Ich wollte die Fragen kennenlernen und ich wollte Routine, Routine, Routine. Ich hatte eine mittelmäßige Note in meinem Diplom. Ich hatte keinen einzigen Tag Berufserfahrung. Ich hätte fast alle Jobs haben können. Ich habe das fast ausschließlich meinem Auftreten damals zu verdanken. Aber dann kam der Job, den ich wirklich wollte. Und das war Paris. In Koblenz, da habe ich studiert, da kannte ich eine Französin. Mit der habe ich mich zusammengesetzt und dann haben wir alle Fragen, die ich ja dann kannte, zusammen in Muttersprachen Französisch aufgeschrieben. Und dann haben wir die fein poliert und dann habe ich die auswendig gelernt. Ich konnte damals 20 Minuten Muttersprachen Französisch auswendig reden. Und so habe ich auch den Job in Paris bekommen. Und das gilt auch für Sie, wenn Sie wirklich einen Job haben wollen. Was Sie brauchen, ist Folgendes. Sie brauchen Routine. Wenn Sie ein Champions League-Endspiel gewinnen wollen, reicht es nicht, wenn Sie nur zu Hause auf Ihrem Bolzplatz trainiert haben. Sie müssen echte Spiele spielen. Und deswegen brauchen Sie Routine, Routine, Routine. Sie bewerben sich auch auf Jobs, die Sie eigentlich nicht haben wollen, um Erfahrung zu bekommen. So, und dann noch was. Sie lernen Antworten knallhart auswendig.
So, einer von der Regie, gebt ihm mal einen kräftigeren Stift, sei so lieb, hier von hier hinten. So, sie lernen die wirklich auswendig. Und zwar, es gibt besonders eine Frage, auf die sie mindestens 2 Minuten, wenn nicht sogar 3 Minuten auswendig reden können sollen. Und das ist die Frage, was wissen Sie über unsere Firma? Ich stelle ja selber auch Leute ein, an was ich da schon für Katastrophenantworten gehört habe. Also, was wissen Sie über unsere Firma? Ja, Sie machen irgendwas mit Seminaren, glaube ich. Sage, okay, welche? Ja, reden und so. Also von den 8 Seminartypen, die ich habe, ist kein einziges, wo im Titel das Wort Reden vorkommt. So. Auf diese Frage müssen Sie 2 bis 3 Minuten reden können. Und jetzt kommt, Sie müssen die Website Ihres zukünftigen Arbeitgebers nicht nur 10 Minuten, nicht 20, nicht eine halbe Stunde, eine Stunde, 1,5 Stunden, vielleicht sogar 2 Stunden anschauen. Und Sie machen sich Notizen. Und das lernen Sie dann auswendig. So, jetzt gibt's einen Trick, was Sie machen können. Und zwar, wenn er Sie fragt, was wissen Sie über unsere Firma? Nehmen wir an, einer wäre bei mir und ich stelle die Frage. Und der sagt mir, Herr Pöhm, ich habe Ihre Website angeschaut. Sie haben 4 Umsatzsäulen. Da ist zunächst einmal, Sie machen Coaching. Leute kommen zu Ihnen, die haben wichtige Reden, denen helfen Sie, dass die auf der Bühne funktioniert. Das zweite ist, Sie haben Seminare. 8 Seminartypen. Die machen Sie in-house und die machen Sie auch öffentlich. Das nächste ist, Sie sind Speaker, Sie werden eingeladen zu wichtigen Kongressen, da halten Sie zu Ihren Themen 1 Stunde Vorträge. Und das letzte, Sie haben Produkte. Sie haben 10 Bücher geschrieben, dann haben Sie auch noch Hörbücher und dann haben Sie auch noch Online-Produkte. So einen will ich haben. Jetzt sage ich Ihnen den Trick dahinter, sodass Sie ihn direkt nachahmen können. Aufpassen, Sie erzählen Ihrem zukünftigen Arbeitgeber, wo er seine Umsätze macht, wo er sein Geld einnimmt. Das ist das, was wirkt. Und jetzt gibt's einen wichtigen Punkt. Nehmen wir mal an, Sie sind eingeladen, haben einen Termin bei Ihrem zukünftigen Arbeitgeber, potenziell, und dann kommen Sie rein, Sie begrüßen die Leute und dann laufen Sie zum Meetingsaal. Und schon sind Sie durchgefallen. Ich sage Ihnen, woran es liegt. Es liegt an Ihrem Händedruck. Es gibt Leute, denen geben Sie die Hand und Sie denken, Sie begrüßen eine Leiche. Es ist die Katastrophe und jetzt müssen Sie wissen, so einer, das wird assoziiert, der kann keine Dinge in die Hand nehmen, der kann keine Dinge anpacken. Jetzt haben Sie alle schon dutzendfach gehört, dass Sie den anderen die Hände stark drücken sollen. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung in den Seminaren, 15-20% aller meiner Teilnehmer machen das trotzdem nicht, weil sie keine Feedback-Schlaufe bekommen. Es reicht nicht, dass ihnen das einer mal gesagt hat und plötzlich beherrschen sie es. Und hier unter ihnen sitzen genauso diese 20% herum. Und deswegen werden wir das jetzt hier mal probieren. Sie werden alle gleich aufstellen, aber noch nicht jetzt auf mein Kommando. Und jeder gibt dann 4 Leuten die Hand. Einen vorne, einen hinten, einen rechts, links. Noch nicht gleich erst. Okay? So, und dann jetzt das Wichtigste. Sie sagen Ihrem Kollegen, ist kräftig genug oder es ist zu lasch. Und ich möchte, dass Sie nicht höflich sind, sondern ehrlich, weil die wissen es nicht bis zu ihrem Lebensende. Alle stehen auf, 4 Leuten die Hand geben. Sehr gut.
Okay. Jetzt gibt es ein weiteres Prinzip. Das ist spannend. Das Prinzip heißt: von ich zu sie. Es gibt ein Prinzip in der Rhetorik. Und dieses Prinzip lautet, dass Sie eine Aussage verstärken können, indem Sie sie einfach adressieren. Sie adressieren Ihre Aussage. Ich gebe mir mal ein Beispiel. Erste Variante, zweite Variante. Da sagt einer, unsere Maßnahme hat einen Vorteil, die Ausschussraten erniedrigen sich. Erste. Jetzt kommt die zweite. Diese Maßnahme hat einen Vorteil für Sie. Ihre Ausschussraten erniedrigen sich. Das wirkt wesentlich stärker. Ich sage Ihnen, warum? Weil Sie die Leute direkt ansprechen und so kriegen Sie zu jeder Aussage eine Wirkungssteigerung. Und wenn man jetzt so typische Bewerbungsgespräche, Bewerbungsbriefe anschaut, dann klingt das so. Ich lese mal vor. Die ausgeschriebene Stelle könnte in idealer Weise meinen Fähigkeiten und meinen Interessen entsprechen. Ich, ich, ich. Oder ich würde mich gerne weiterentwickeln und Sie bieten mir die große Chance dazu. Ich, ich, ich. Wenn man die Leute fragt, erzählen Sie mal ein bisschen was von sich, was haben Sie so gemacht, dann fangen die meistens so an zu erzählen. Ja, also ich habe eine Ausbildung gemacht, dann war ich 3 Jahre bei Bosch, habe das und das gemacht, dann war ich 2,5 Jahre bei Siemens, habe das und das gemacht und dann war ich noch 4 Jahre bei Daimler in der und der Funktion. Das ist langweilig, das ist nicht gut, aber so machen es fast alle. Und jetzt sage ich Ihnen den Trick, wie Sie das wesentlich besser machen können. Erzählen Sie nicht so viel, was Sie bisher gemacht haben. Erzählen Sie lieber, was Sie in der neuen Firma bewegen wollen. Viel besser. Ich will Ihnen helfen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte bei Ihnen dazu beitragen, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt dahinter kommt etwas, was man in der Rhetorik ein höheres Ziel nennt. Aber nicht Ihr höheres Ziel, das höhere Ziel der Firma, in der Sie arbeiten wollen. Und dann können Sie formulieren, ich will durch meine Erfahrung bei Ihnen dazu beitragen, dass Ihre Projekte in der gegebenen Zeit auch abgeschlossen werden, dass Ihre Mitarbeiterfluktuation sinkt, dass Sie die Mitarbeiter bekommen, die auch langfristig bei Ihnen bleiben, dass Sie den Umschwung zur Digitalisierung möglichst schnell hinbekommen. Und jetzt gibt es ein höheres Ziel, das schlägt alle anderen um Längen. Und das ist das hier. Wenn Sie Ihrem zukünftigen Arbeitgeber erklären können, dass Sie hierzu beitragen wollen, wird das toll. Dann sagen Sie, und ich will Ihnen dabei helfen, dass Ihre Umsätze nach oben gehen. Ich will dazu beitragen, dass Sie mehr Gewinn machen können. Und das können Sie auch sagen, wenn Sie sich als Fahrer, als Pförtner oder als Küchenhilfe bewerben.
Schauen Sie, auch wenn ich mich bei Ihnen nur als Küchenhilfe bewerbe, so weiß ich doch, dass am Ende ich immer im Auge habe, dass meine Firma mehr Gewinn macht, weil ich weiß, dass auch davon mein Gehalt bezahlt wird. Das können Sie sagen. Und Sie steigen ruckartig vom untersten im Stapel zum obersten auf. Und jetzt gibt es das letzte Prinzip. Dieses Prinzip lautet: Emotion statt Diplom. Viele sagen, ja, also wenn du kein Diplom hast, dann hast du überhaupt keine Chance, brauchst dich gar nicht zu bewerben. Ich will mal eine Geschichte erzählen, als ich noch richtig gearbeitet habe. Da hat in der Firma damals, haben wir einen Software-Ingenieur gesucht. Und da hat sich Roland beworben. Roland hatte kein Diplom, der hatte keinen Ausbildungsschein, aber er hat eine ziemlich freche Bewerbung geschrieben. Da hat man ihn eingeladen. Roland kam mit einem Laptop. Dann hat er den vor dem Entwicklungschef aufgeklappt und hat gezeigt, was er bisher programmiert hat. Am nächsten Ersten hat Roland bei uns angefangen. Und er war noch in der Firma, wie ich schon nicht mehr da war. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie müssen Emotionen auslösen, dann ist das eine Nebelanweisung, weil kaum einer weiß, Mensch, wie geht denn das? Die meisten werden pathetisch, sie werden laut, sie flüstern, sie reißen die Augen auf, betonen einzelne Worte stark hervor. Das ist nicht Emotion, Leute. Jetzt sage ich Ihnen die scharfe Anweisung, wie Sie Emotionen erzeugen können. Es geht ganz einfach über emotionale Vokabeln. Sie benutzen emotionale Worte. Und dann löst das aus. Zum Beispiel das Wort Herzblut. Ich würde gerne mit Herzblut hier bei Ihnen die Projekte in die Hand nehmen. Oder das Wort genießen. Menschen etwas zu verkaufen ist ein Genuss für mich. Das Wort spannend. Ich finde es einfach spannend, was Sie hier machen. Das Wort Spaß in so einem Umfeld wie bei Ihnen würde es mir riesen Spaß machen zu arbeiten. Das Wort begeistert. Ich war schon immer von Baumaschinen und Bauen begeistert. Und dann gibt es das Hitparaden erste Wort der Emotionalität. Und das ist das Wort Liebe. Ich liebe Controlling oder ich liebe Verkauf. Lachen Sie nicht, das ist wirklich, es gibt Leute, die lieben alles. Es gibt Leute, die lieben Putzen. Das glauben Sie nicht. Es gibt für alles seinen richtigen Menschen, der das mit Liebe ausfüllt. Jetzt gibt es noch einen Trick, was Sie machen können. Und zwar, Sie können eine emotionale Vokabel kombinieren mit etwas, was die Leute im Normalfall gar nicht so gerne machen. Und das klingt dann so. Ein Teilnehmer hat mal gesagt, ich liebe Probleme. Wenn etwas etabliert ist, habe ich überhaupt keinen Spaß mehr dran. Ich brauche Probleme. Ein anderer hat gesagt, müssen wir hinhören, der hat gesagt, ich habe keine Angst vor negativen Umsatzzahlen, weil da habe ich eine Herausforderung und da kann ich mich beweisen. So einen wollen Sie haben. Vor 15 Jahren habe ich in meiner Firma eine Auszubildende gesucht im kaufmännischen Bereich. Und da saß sie vor mir, Antoinette, damals 17 Jahre. Und da hat sie mir Folgendes erzählt. Als ich Kind war, haben meine Freundinnen alle Barbie-Puppen gespielt, aber ich nicht. Ich habe schon damals einfach immer Büro gespielt. Kein Witz. Ich wollte mein Leben lang im Büro arbeiten. Wupp, sofort eingestellt. Sie ist heute noch bei mir und sie ist meine Bürovorsteherin. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Böhm, aber ich liebe meinen Job ja gar nicht, da kann ich doch nicht sagen, ich liebe ihn. Dann sage ich Ihnen Folgendes. Wechseln Sie Ihren Beruf. Ich danke Ihnen.
Matthias Pöhm!